Hey Leute und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Call of Duty Black Ops. Wieder direkt in der Schlacht. Wir haben das letzte Mal die Rakete von mir geholt und müssen jetzt flüchten. So sieht's nämlich aus. Und das klappt schon mal überhaupt nicht. Wie das immer so ist, man startet das Spiel, versucht erstmal gleich wieder reinzukommen und es geht erstmal voll in die Binsen. Er hat wieder Hintertür gesagt. Alter, warum? Die Waffe ist doch kacke hier. Ich kann mich nicht hinlegen, er legt sich nicht hin. Warum auch immer. So, jetzt haben wir's. Du gehst dann auf den Zünder. Fick dich. Alter, ich sehe überhaupt keinen. Echt, ich sehe da keinen. Warte, mit einem dicken Bums sollte es klappen. Lass mich raten, die kommt wieder zurück. Shit, wo soll ich hin? Überlebe ich das? Das war sehr knapp. Ich wusste überhaupt nicht, wo die jetzt liegt. Alter, wir kriegen gut auf den Sack, Leute. Jetzt, lass mich in Frieden. Ja, Wutz, dein scheiß Rumgerenne hier kannst du mal gepflegt lassen. Wurde getroffen, ey, weil ihr mir die Deckung hier wegnehmt. Los jetzt, rennt zu. Nein, das ist... Doch, bitteschön. Nee, nein. Du bleibst da. Du bleibst da. Los, mach was. Mach was Sinnvolles. Ey, kein Durchkommen. Los, Kopf rausstrecken. Oh, fuck. Es waren noch zwei, oder? Ja, das war sie. Ich komme hier nicht vor. Ich schieb jetzt Wutz vor. Komm. Mitkommen. Geh. Geh. Nein. Da lang. Da lang. Zack. Oh, hier ist keiner mehr. Hätten uns das ganze Zinnober hier sparen können. Das ist wieder von vorne los. Mann. Halt mir den Rücken frei. Na los! Bitteschön. Du schon wieder, jetzt falsches geh weg. Ziel. Falsches Ziel. Du gehst mir auf den Sack, Ziel. Deckung geben. Junge. Es gibt immer nur zwei Deckungen. Ich bin irgendwie ein bisschen überflüssig hier. Fuck you, fuck you, fuck you. Granate geworfen. Oh Mann, ey. Ey, ich geh da jetzt einfach rein. Ich geh da jetzt einfach rein, mach's alle. Okay, doch nicht. Zock. So, da hinten sind sie. Gibt's eine Granate. Eine haben wir dann noch. Oh, nee. Die hätte ich natürlich zurückschmeißen können. Oh Gott. Oh, die Granatenwurftechnik, ey. Alter Falter. Sind aber explosive Aufnahmegeräte. Also wenn man die als YouTuber benutzt, das wäre echt, das wäre gefährlich. Geht erstmal das Tonband im Nebenraum hoch. Da brauchst du echt einen Nebenraum, um solche Geräte hier zu haben. Scheiße, ey, ich komme da nicht rein. Oh, du gehst mir auf den Sack, Wutz. Wutz dich mal eine Runde. Ziel ausgeschaltet. Ist da wer? Ausgeschaltet. Ja, Wutz, ist schön, dass du das siehst von da hinten. Aber vielleicht könntest du mal was machen. Was Effektives hier, als immer nur dumm rumzusabbeln. Das ist ja furchtbar. Das will ich natürlich nochmal machen. Mach das nochmal, dann bist du tot. Okay, Entschuldigung, ich schieße ja nicht mehr auf die Lampe. Wenn es dich stört. Es sind so viele. Werfe eine Granate! Ja, kommt gleich wieder eine zurück. Alter! Die war ja wohl mal sehr weit weg. Okay. Deine Todesrolle kannst du gleich wieder vergessen. Oh man! Da war ich ein bisschen zu sicher. Ey, er dreht sich nur zu mir um hier, ne? Wutz steht neben dir. Schieß mal bitte Wutz. Wutz, man.
Also, die haben hier aber wirklich irgendwie Bewegungsmangel, hä? Die freuen sich richtig, dass sie jetzt mal endlich rumrollen dürfen. Roger! This. Werfe Granate! Vareisterbahn! Die Geisterbahn. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck hier. Lade nach. Bitteschön. Ich hoffe, das Ding kommt nicht zurück, ey. Dann bin ich am Ende. Das gibt's nicht, ey. Kein einzigen getötet in der Granate. Und bei mir fliegen gleich immer die Nackenhaare weg, wenn ich einen abkrieg. Kisten rechts. Ich sehe sie. Bestätigt zur Treffer. Ey, ist ein Gegner. Ziel ausgeschaltet. Sag mal weg, Rand. Roger. Bleib stehen, Mann. Und stirb. Oh, zack. Oh, hi. Das gibt's doch nicht. Erledigt. Was macht er denn? Alter. Leute, was ist denn los hier? Ey, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Viva dreht voll am Rad. Läuft hier rückwärts im Kreis. Der Gegner rennt einfach durch, schubst alle weg, schießt mir ins Gesicht. Jetzt fick mich doch. Ey, das ist wieder dasselbe. Schweinefick. Jetzt ist hier aber. Ne, also, ne? Irgendwann, Viva hat sich wieder besonnen. Ey, auf den Sack. Ja, Deckung suchen. Ich bin der Einzige, der nur auf den Sack kriegt. Jetzt doch gleich hier abhauen. Mir in den Rücken schießen, ne? Das wird nichts mehr. Achso, auf den Kopf. Richtig gute Aktion gewesen. Also ganz ehrlich. Woods könnte Reporter werden oder irgendwie Sprecher. Sportsprecher. Er ist tot. Sie haben gut geschossen. Hihi. Ich sehe gar nichts, ey. Achtung. Zeit, dass wir hier verschwinden. Ui, der Feuerlöscher hat mir aber ein paar Zahlen in die Gesicht geblasen. Bleiben Sie bei mir, Mädchen! Kravchenko entkam, bevor wir an ihm dran waren. Sie näherten sich ihrem Ziel. Dragovic war auch da, oder? Wir suchten die gesamte Basis ab. Der Bastard war nervös. Das ist Zeitverschwendung. Er hat Wahnvorstellungen. Aber dann sahen wir die Limousine von Dragovic. Ich hatte jetzt zufrieden, Mason? Nein, noch nicht. Nicht, bis ich die Leiche sehe. Dragovic, haben Sie seinen Tod verifiziert? Glaub mir, der Bastard ist ein verkohltes Scheißbrikett. Na, ist er wirklich ein verkohltes Brikett? Ich zweifle da leider noch dran. Ich glaube, der Gute hat es irgendwie überlebt. Und wird sich dafür rächen, was wir hier gemacht haben. Und wir kriegen eine Trophäe. Eine sichere Welt. Sicherere Welt. Widescreen, Blackscreen, Ladescreen. Aber irgendwie wusste ich, dass da. Hey, jetzt sind zwei Leute da oben. Sie waren von ihm besessen. Die nächsten 5 Jahre lang haben sie versucht, ihn aufzuspüren. Er war überall. Ich bekam ihn nicht aus dem Schädel. Genau wie die anderen. Wir haben ihn sofort... Stimmen. Russen. Ständig in meinem Kopf. Nein, ich will ihn weiter bearbeiten. Wer sind Sie überhaupt? Was wollen Sie von mir? Wir wollen die Zahlen messen, das ist alles. Ja, aber die Zahlen habt ihr doch, ihr Deppen. Ihr wollt erklärt haben, was die Zahlen bedeuten, oder? So habe ich das verstanden. Oder sind das jetzt irgendwelche anderen Zahlen? Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was waren diese Zahlen? Das könnten Koordinaten sein. Das könnte irgendein Code sein für irgendein PC-Passwort oder sowas. Verdammte Kesan. Das war 1968? Ja, ich gehörte zur SOG-Gruppe, angeführt von Frank Woods. Aufklärung von verdeckten russischen Aktivitäten im Haus. Und ihr Vietnamkrieg hier, China oder so, ähnlich, Thailand. Kambodscha. Mr. Sonnenbrille. Der Kerl war ein verdammter Eisklotz. Sie
Übertragung Nummer 4514, Kennung November, Soak Team. Sammelt Beweise für sowjetische Einmischung in Teilen von Las Vietnam, bla bla bla, Boden. 1. Januar 1968. Das laut vorlesen, dafür bin ich leider zu langsam. Und die Mucke ist geil. Wurz ist hier. Yeah. Alter. Tja, die Amis haben sich ja wirklich immer so ein bisschen gefeiert hier in dem Krieg, ne? Aber da rechts sieht man's. Ist halt auch mal scheiße gelaufen. Du siehst scheiße aus, Watts. Genau so. Aber es interessiert ja doch keinen. Das ist Vietnam. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Jason Hudson, CIA. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Sergeant. Ja. Alter, wie viele Hubschrauber hier sind. Ich habe die Lage schon kurz geschildert. Das gibt's doch gar nicht. Ich erzähle einfach den Rest. Erzähl mir mal, wie viele Hubschrauber ihr habt. 1964 hat der CIA die Geheimdienstoperationen in Südostasien abgetreten. Und zwar ans US-Militär. Seitdem gibt's die MAC wie SOG. Und Khe San ist nicht nur der Stützpunkt des Marine Corps, sondern die Basis für alle grenzüberschreitenden Einsätze. Vor allem in Laos und Kambodscha. Die Missionen sind Sabotage, Propaganda, Aufklärung, Gefangenenbefreiung. Halt, der übliche... Alter, Alter! Scheiße, Mann! Kopf runter! Oh, Mann! Ja, aber ganz ehrlich, es hat die ganze Zeit schon gerumst. Ist doch nicht verwunderlich, dass wir mal so eine Granate abkriegen oder irgendwas. Meißen hier rüber! Oh! Die Hütte ist weg! Reiß die Hütte ab. Ah, das gibt einen Tinnitus. Bring ihn zum Bunker, ich geb Deckung! Los! Okay, ich bring ihn zum Bunker, du gibst Deckung. Hab's geschnallt. Zu welchem Bunker? Hudson war erledigt und Khe San wurde belagert. Aber wie bei Viva haben sie ihr Leben für investiert. Hudson war ein verdammter Eisklotz. Aber das macht. Ihr oberstes Ziel war nach Huli zu kommen. Aber das war ihnen egal und sie verteidigten Khe San. Das war nicht ihr Ziel. Hudson? Sie kannten Uhrzeit so nicht. Alter, jetzt steht er einfach wieder auf und der Knarre und ballert mit. Das ist wirklich ein Eisklotz, ey. Der hat's voll drauf. Okay, Jungs. Alter, du kannst dein Malbuch später ausmalen. Raus hier. Das gibt's ja wohl nicht. Ja, ne, Teambesprechung noch. Ich würde auch. Ich, genau, Waffe nochmal polieren. Und noch ein Nickerchen machen. Alles drin hier, alles drin. Meine Fresse. Feind erledigt. Oh, Scheiße. Ist die Kacke am Dampf. Ey, die kommt von überall. Die Knarre ist geil, der hat mir die auch im Multiplayer-Modus. Alter! Du Spacko! Runter von mir! Ich hab voll auf die 12! So, bitteschön. Hau ab, Junge. Wurms. Voll weggesägt. Oh, geil! Was haben wir denn hier? Das ist mal ein ordentlicher Kavanzmann. Zack, zack, zack. Die ist mir zu langsam. Shit, Mann! Ach, das ist auch immer, diese ganz dicken Waffen bei Call of Duty sind relativ sinnlos. Auch im Multiplayer-Modus. Weil man halt so langsam ist. Okay. Ist hier noch irgendwas? Ja, jetzt wird einfach mal reingeholzt. Ziel erledigt! Ah, die nächsten bitte. Und jetzt komme ich. So. Da oben sind sie. Ich würde mal schießen, Freunde. Fuck you, das sind viel zu viele. Und wir kriegen die Trophäe entschlossen. Wir müssen da lang. Das gibt's nicht. Die Leute, die wissen immer nicht, wo sie hin müssen. Was? Ich warne euch? Hat er das gerade gesagt? Welchen Wachturm? Den da, da ist aber gar keiner da. Warum soll ich da feuern? Alter, der fackelt die ab. Hinter uns. Hey, warum schießt ihr mich an? Meine eigenen Leute. Shit. Das sind so viele. Zack. Angestitzt. Jetzt wollte ich mit den anderen mal mitrennen. So ein kleines Wettrennen machen. Keine gute Idee gewesen. Voll auf den Sack bekommen. Wir sterben uns weiter vorwärts. In Ordnung.
Hast du mich gerade abgeknallt, du Sack? Er ist tot! Was du nicht sagst. Ich weiß zwar nicht, welchen du von den zigtausend Leuten meinst. Was ist denn jetzt los? Ich dachte schon, der Panzer ist mir gerade im Kopf gefallen. Genau das. So, können wir nochmal alles durchladen in der Zeit. Und hier unter dem Panzer können wir den einfach nochmal von unten eine Unterbodenwäsche, Unterbodenreinigung machen. Ich brauche Deckung! Alter! Scheiße, Infanterie, Wanda! Ja, aber was für eine... Scheiße, was, wo drauf, was soll ich drücken? Eine Mine messen! Darauf stehen die Einheimischen! Yeah, das war Napalm. Geh doch mal einen Schritt schneller, Junge. Okay. Und tschüss, Jungs. Warte mal, hier ist auch noch was. Nee, den muss ich folgen. Okay, da hinten den zweiten Zünder noch. Bin dabei. Fuck you. Mason, Mann, halt die Birne unten. Jetzt wird geholzt. Shit. Wartet auf mich. Rettet mich. Folgen, lasst mich mal durch hier. Okay. Was hat der nicht gerade irgendwas vom Panzer gesagt? Das würde jetzt gerade passen. Hier ist eine Bazooka. Gib mir mal das Ding. Oder nimm du das Ding. Auch gut. Auf sie mit Gebrüll. Fuck. Lass sie nicht nachkommen hier. Feind erledigt. Uiuiuiuiui. Das Ding nimmt kein Ende. Ah, jetzt kommt der Panzer. Panzerrücken an! Russische T-55! Wir brauchen was Größeres! Was zu mir! Russische Panzer! Kein Wunder, dass sie mutiger werden! Wo bist du hin? Hier! Diese Rakete reißt ein Loch in ihre Reihen! So. Shit, ey, den treffe ich nicht. Ziel im Tal! Jetzt bleibt er stehen, oder was? Das gibt's doch wohl nicht. Zack, Ibis. Nummer 1 haben wir. Ziel erledigt. Nummer 2. Habe ich leider was verfehlt. Ich hab ihn im Auge. Rums, okay. Shit, ey. Komm. Und Feuer. Der hat gesessen. Haltet sie auf, Mann. Haben wir hier noch irgendwo so einen Zünder verbunden zufällig? Red Rider in Position. In Deckung. Jawohl, gib ihm richtig Saures. Einen schönen Tag Ihnen auch. Vielen Dank. Was? Panzergesicht? Der hat jetzt schon mitbekommen, dass ich gerade einen Panzer abgeschossen habe. Der hat wahrscheinlich das Wrack unten gesehen. Panzer nähert sich! Hä, da ist noch ein Panzer, warte mal. Ist überhaupt kein Panzer mehr. Was laberst du? Keine Ahnung, was der für ein Panzer sieht, aber ich habe da keinen gesehen. So, und die Szene weiß ich noch, die ist die Hölle. Jetzt werde ich wahrscheinlich des Öfteren sterben, weil man da runter muss. Okay, jetzt geht's los. Also hier kriegt man wirklich gut auf den Sack. Ihr seht, das ist, die Szene war immer schon scheiße. Und als ich damals, was, drängen sie die NVA zurück, okay. Habe ich es wirklich mal versucht, auf Veteran zu spielen, das Spiel. Und auf dem PC selbst habe ich hier abgebrochen. Diese Szene war einfach kacke. Ach, das ist ein Schrotflug. Alter! Ich kann da nicht so einfach runterrennen, wie ihr das macht, Leute. Irgendwie. Sehr geil. So, Kollege. Oh oh. Was ist denn das für einer? Okay, er ist umgefallen. Vergiss es. So nicht. Warte mal, Ziel ausgeschaltet. Nehmen wir doch mal gerne. Bams. Oh yeah, das gefällt mir gut, wenn das geht. Er lädt aber auch ganz genüsslich nach, ne? Keine Hektik. Warum auch?
Granate geworfen! Ja, jetzt wird ein bisschen Granaten gespammt. So, ich nehme aber die andere Seite. Hier drüben spawnen gerade keine Gegner. Spielt mir die Farben. Alter! Okay, dann wollen wir mal. Alter, kannst du voll vergessen. Kriegst voll auf den Sack. Alle drehen sich direkt zu mir. Alter, was macht der Woods? Du stehst richtig cool da, aber du stehst so gänzlich ohne Deckung. Okay. Hey, wie geht's? Oh shit, ey, das sind viel zu viele. Was du nicht sagst, Granate reingehauen in den Graben. Fuck, ey, da kommen sie eben jetzt unendlich. Leck mich mit deiner Aktivität. Ich glaube, man musste einfach nur hier hingehen. So, und das kurz halten. Ja, fuck. Irgendwie so war das. Das Problem ist, ich war ja eben unten bei dem Punkt, wo ich hin musste. Und es hat das eben nicht aktiviert. Und das war immer schon blöd. Blöd, voll blöd. Blöd, blöd, blöd. Das will ich jetzt auch schaffen. Das muss ich schaffen. Wo ist denn der Honk hier, der alle immer ankommt? Gut. Ich geh gleich links runter, oder? Da rechts ist doch blöd. Vor allem, weil ich jetzt hier die fette Knarre schon hab. Die ist gar nicht schlecht. Alter, da hält er seinen Schädel nochmal hoch. Oh, und eine Granate. Natürlich, ich hab ja nichts zu tun gerade. Komm jetzt, lad nach. Alter. Der Granatwerfer ist auch nicht so gut. Die Szene war... Die war schon immer... Alter, was ist denn jetzt los? Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich gleich sterbe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte noch so 5 Murmeln aushalten können. Okay, jetzt Konzentration. Alter, jetzt schieß doch mal auf die Dödelköppe da. Die zwei. Wo ist er? Da, kommen sie. Oh, ich krieg nur auf den Sack, ey. Ich krieg nur auf den Sack. Ja, danke. Ich dachte schon, du blockst meine Granate wieder. Jetzt heißt's Action. Geh! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Tu es. Shit, ey, ich hab sie drüber gehauen. Kontakt erledigt. Hast du ihn erwischt? Okay, selbe Szene wie eben. Ach, der lebt ja immer noch. Oh, fuck you. Schmeißt er meine eigene Granate zurück. Das geht, ist zu viel. Ach, guck mal an, was man hier. Deswegen, jetzt wird alles einfacher. Ich habe die wichtigen Informationen erhalten. Lass das, die kommt doch wieder runtergerollt vom Berge. Na, hier ist es hochgegangen. Ziel ausgeschaltet. Das ist das Ding, ey. Die kommen halt so viel jetzt. Und kein Ende. Und ich bleibe an jeder scheiß Kiste hier hängen. Ja, ey. Reingeholzt ohne Ende und keiner stirbt mal. Graben, Aktivität. Kontakt erledigt. Fuck you, ey. Meine eigenen Leute, die machen eben auch nichts, ne? Die labern jetzt ohne Ende. Anstatt meine Leute jetzt mal vorrücken, ne? Oh, der lebt halt noch! Jetzt ist meine Zeit gekommen hier. Augen auf ihn! Ja, na klar. Fuck you! Fuck you! Ey, ganz ehrlich, der kann durch den Balken durchschießen und warum sieht er mich überhaupt?
Okay, Leute, ich mache damit erstmal Schluss. Ich wusste also, die Szene, das ist die allerschwerste im ganzen Spiel. Da werde ich noch ein paar Mal drauf gehen. Haut rein.